Wie haben das letzte Mal gewonnen? Kai? Ja, das war ein Freifahrtschein. Nach meinem unfassbaren Sieg gegen Kai. Scheiße. Hatte ich mir Marco als nächstes ausgesucht und Marco ist jetzt verletzt. Und Bernd hat die Zeit gefunden, dafür einzuspringen. Die Zeit gefunden. Ich dachte, wir hätten die extra ausgesucht. Natürlich habe ich Siegessicher. Da habe ich mehr ausgesucht. Natürlich habe ich ihn ausgesucht. Aber das Problem ist jetzt aber eher, ich muss mir jetzt einen ausdenken, der auch schwierig ist. Aber du darfst ihn ja nicht erraten, Mann. Hast du jemanden im Kopf? Ich habe viele im Kopf. Okay, geh mal kurz 2 Minuten. Ich will mal kurz überlegen. Ja, alle Zeit ja selbst. Also ich wäre ready. Dann schreib schon mal auf. Ich schreib den schon mal auf, okay? Ich lasse dir noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch ein paar im Kopf. Also das muss ich dir auf die Stirn ankleben. Genau. Fertig? Ja. Geil, okay. Genau, einmal die Kamera. Okay, während aber anfangen. Spiel ich noch Fußball? Nee. Los, Andi. Jetzt sind sie mit dem Fall klar. Bin ich ein. Spiele ich noch Fußball? Nein. Okay, gut. Bin ich ein Stürmer? Nein. Bin ich Europäer? Ja. Bin ich ein Deutscher? Ja. Das war eine Frage. Komm langsam, weißt du. Hab ich beim FC Bayern München gespielt? Nein. Bin ich ein Deutscher? Nein. War ich Profi in den letzten 10 Jahren? Also. Ja. Hab vor letzten 10 Jahre habe ich gespielt. Ja. Okay, na gut. Bin ich Mittelfeldspieler? Nein. Bin ich Abwehrspieler? Auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Also ich bin Mittelfeldspieler, ich bin Deutscher, ich habe in Deutschland gespielt in den letzten Jahren. War ich Nationalspieler? Ja. Okay. Habe ich beim BVB gespielt? Nein. Okay. Bin ich Mittelfeldspieler? Ja. Das also jetzt damit ist nochmal klarstellen, dass ich irgendwas. Ja, komme ich aus Südamerika? Nein. Habe ich Titel gewonnen? Nein. Bin ich Europäer? Nee. Bist du nicht. Hm. Okay. Der ist auch schwierig. Muss mal reinpassen hier. Mittelfeldspieler, der keinen Titel geholt hat. Der 19. Nationalspieler war. Halb Mittelfeldspieler, ja, oder? Hast du nicht? Da habe ich Nein gesagt, deswegen habe ich mir gerade auch. Ach so. Ich habe mir gerade auch schon dann Nein gesagt. Ich habe ja gesagt, ne? Du hast ja gesagt, genau. Das ist so, ich muss mir das eher mitschreiben. Bin ich Stürmer? Ja. Habe ich bei Leverkusen gespielt? Ja. Bin ich Stefan Kießler? Ja. Dankeschön. Wer warst du? Ali Karim. Weil kam der aus Iran? Ja. Wow. Aber ich dachte mir so mit Bayern, Deutschland und so Mittelfeld, da ist das schwierig, aber vielleicht kommst du drauf. Da wäre ich nie drauf gekommen. Stefan Kießling war an. Der hat nichts gewonnen? Nein. Ich dachte mir so, den kennst du,
Ich wollte es halt auch nicht zu einfach. Also ich kannte ihn, aber boah, Ali Karimi, da hätte ich eher so, wenn hätte ich jetzt Bayern oder so gefragt, da hätte ich irgendwie an Jeremis oder so gedacht. Ja. Aber dann halt kein Europa. Ja, so, ja. Ich weiß auch nicht, wie der in meinen Kopf kam. Mir ist noch ein Alter, ich hab auch noch einen guten. Muss ich wieder in die Kamera zeigen? Ja. So, einmal Shirt. Nochmal deinen Freeze ein bisschen. Oh, Digga, der ist ein bisschen auf Entspannungsmodus heute. Wieso kann man nicht so hochgucken und das lesen? Ich würde sagen, Bernd fängt an als Verlierer der ersten Runde, oder? Ja. Bin ich ein Spieler? Ja. Spiele ich noch Fußball? Ja. Bin ich Europäer? Ja. Bin ich Deutscher? Ja. War ich Nationalspieler? Ja. Bin ich Weltmeister geworden? Nope. Spiele ich noch Fußball? Nein. Bin ich aktueller Nationalspieler? Mhm. Bin ich Torwart? Ja. Bin ich nicht selbst? Jo. Echt? Sehr gut. Alles ging schnell. Er hat alle Fragen einfach richtig. Alle Fragen einfach richtig. So, Wahnsinn. So, Entscheidung. Ich weiß schon, was ich nehme. Jetzt kommen wir mit irgendwelchen Spielern von vor 20 Jahren. Nein. Da weiß ich nicht mal, wo die selber gespielt haben. Kennst du auch safe? Ist auch nicht, also ich find's nicht so schwer. Ich glaube, du kennst ihn auch. Ab in die Final Round. Das heißt, ich hoff's. Wer fängt jetzt an? Du fängst an, ich hab gerade angefangen. Genau. Okay, bin ich ein Spieler? Nein. Bin ich ein Spieler? Nein. Bin ich Trainer? Ja. Bin ich ein europäischer Trainer? Oder war ich ein... Bin ich ein europäischer Trainer? Ja. Bin ich aktuell... Oder wie soll man sagen? Trainiere ich aktuell eine Mannschaft? Ja. Trainiere ich aktuell eine Mannschaft in Europa? Ja. Okay. Bin ich ein Deutscher? Ja. Bin ich hier im Club? Nein. Bin ich ein Trainer? Ja. Bin ich aktiv? Nein. Trainiere ich in Deutschland? Ja. Du überlegst so lange, Mann. Das kann auf jeden Fall nicht in der Bundesliga sein. Nee, ich habe einen Hänger gehabt, deswegen. Trainiere ich einen Verein in Deutschland? Nein. Bin ich Europäer? Ja. Bin ich Deutscher? Nee. Kein Deutscher. Ja, trainiere ich in der Nationalmannschaft? Ja. Trainiere ich die A-Nationalmannschaft? Ja. Und wie Yogi? Ja. So richtig ich gegen die Mannschaft. Ja, Leute, nach Kai und Bernd
hoffe ich, dass der Marco Reus jetzt endlich mal Zeit findet, hier gegen mich anzutreten. Ich würde mich freuen. Da er dieses Mal gekniffen hat, gebe ich ihm noch eine zweite Chance. Wir denken uns ein paar schöne Spiele aus und dann gucken wir mal im März, ob er Manns genug ist, um hier zu sitzen. Bis dahin. Ciao, Leute.